Jo, was geht ab, Leute? Willkommen bei der Video Mini 2 Tiger Ghost Part 150 sind wir angekommen. Ja, 150. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt zum Video an. Ihr habt gesehen, Paranemere und Rassatun aufgemacht. Da kamen tatsächlich 3 Titandioxide raus. Seht ihr selber, sind 4, aber ich hatte halt einen im Lager, weil ich im Autojagd laufen lassen habe, auf der Wiese, also im Wald. Ja, und dann haben wir wieder mal ein paar 48er und 61er Rüssis gehabt. Das waren, glaube ich, nur 2 61er. Hier habt ihr die Abstufen. 10 Stück plus 6, seht ihr jetzt hier. Dann haben wir 4 Stück davon auf plus 7. Die probieren wir dann, habe ich jetzt mal drin gelassen. Erste hat geklappt. Sehr gut. Der zweite, leider Fail. Der SPP hat auch geklappt. Und die Schamirüssi hat auch geklappt. Wir haben 3 Schwitzer auf 9. Wir haben tatsächlich 3 Schwitzer auf 9. Sehr geil. Ja, dann probieren wir die erste Rüssi. Und einfach plus 9. Sehr schön. Mega gefreut. Der SPP, ja, leider gefailt. Und die Schamirüssi, mach's nix. Aber ey, 48er Sura-Rüssi, ne? Nebelplattenpanzer. Ja, dann haben wir den mal abonniert und geswitcht, ne? Ich hatte den erstmal im Laden, da kam mir 15 Feuer, 15 Einhand, 5 MP Absorb. Habe ich jetzt erstmal gelassen, ich wollte da jetzt nicht großartig rumdrehen. Habe ich in den Laden gestellt, geht momentan nicht weg, war für 20 von. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 17 von angekommen, circa. Mal gucken, ob das Ding weggeht, weil da kriegt ja Waden bei Sau noch was von ab. Ich habe es zwar abonniert und gedreht, aber hey, er hat die ganzen Rüssis gefarmt, geben wir ihm auch was ab. Ja, und dann war ich in Switch-Laune, hatte ich ja lange nicht mehr. Das war auch noch im Livestream. Ich hatte einfach Bock, HTAs zu drehen wieder mal. Also so wie früher, mal ein paar HTAs zu drehen. Hier sind zum Beispiel 10 Magie, 10 Wind, 10 Feuer, 5 dB. War ich immer so am Überlegen, aber geht wahrscheinlich dann noch nicht weg. Dann kam hier 20 Orks, 10 Wind, auch Crap. Der nächste kam dann auch Crap. Seht ihr selber, 1, 5 dB, 15 Blitz, 6 Teufel leider nur. Wäre da 10 Teufel, hätte man das wahrscheinlich verkaufen können. Aber so, eher schwierig. HTAs und gute Bonis gehen tatsächlich immer gut weg. Besonders wenn sie plus 9 sind, ne? Dann kam hier nochmal 10 dB, seht ihr selber, 10 Wind, 5 HM, 3 TPA, war ich auch wieder am Überlegen, aber wahrscheinlich geht das auch nicht weg. Da kam hier 1, 5 dB, 10 dB, habe ich in den Laden gestellt, kann man zum Farmen so viel, so wie für die Hydra benutzen. Haben wir Laden, haben wir neues HTA plus 9 besorgt, haben wir dann weiter gedreht, seht ihr selber. Ja, schon sehr viele B-Switcher, ich weiß nicht, an dem Tag war nicht so lucky, auch nicht die überkrassen Boni drauf bekommen. Seht ihr gerade selbst? Ja, guck mal, das sind halt, ne? Seht ihr selber? Vielleicht nicht mal Max-Bonis dabei. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja. Nochmal ein paar Switcher nachgeholt. Ja, ein 1 KDB Crap. Ja, wieder Crap. Machst du nix. 1 KDB, 10 Feuer, 5 TP Absorb, Crap. Alles nur Kaka. 2 KDB Crap. Ja, Crap und dann mit dem letzten Switcher, ja, 20 Teufel, 10 Wind, 3 TPA, habe ich auch erstmal in den Laden gestellt, plus die 20 Orks, ne, für Jotun ganz cool eigentlich. Mal gucken, ob das Ding, ich weiß nicht, 1, 2 Armbänder sind auf jeden Fall schon weggegangen, wir werden gleich noch 1, 2 Armbänder switchen, ich glaube jetzt sogar jetzt direkt. Ich weiß gar nicht mehr, welche weggegangen sind, weil momentan ist ja Emerald Server, ich spiele auf Tigers auch noch, klar, ich habe gestern zum Beispiel 3 Melees bin ich gerannt, habe eben Melee auch nochmal angemeldet, werde ich auch nochmal rennen. Ja, da kam hier 1, 5 TP, 20 Doppeldrop, 10 Blitz, glaube ich, drauf, habe ich gelassen bei 1, 5 TP und Doppeldrop alleine. Ist halt die Frage, für wie viel das weggeht, weil das kannst du ja auch so benutzen, für Mondis Farm oder Chorus Farm kannst du das anziehen. Ja, die 10 Blitz sind halt jetzt, ne, einfach so drauf, mal schauen. Ja, hier 15 Wind, 10 Magie, war ich am Überlegen, aber nichts anderes Gutes drauf, ne. Haben wir weiter gedreht, hatten halt nicht mehr viele Switcher, glaube ich. Ja, 1, 5 TP, 15 Blitz, wieder nichts Gutes. Wieder mal ein paar Switcher nachgeholt. Heute werden wir viel drehen, seht ihr selber, dann hier 20 Untote, 10 Orks, 15 Magie, auch Crap. Wäre das Maxi, wenigstens alles Max-Bonis, dann kann man das für Weltbossen benutzen. Ne? Die Arme, da gehen sich auch gut weg, wenn du so Max-Bonis hast für Weltboss. Ganz cool eigentlich. Da geiern die auch drauf auf Tigers, von daher. Ja, dann haben wir wieder geswitcht, also Leute, ist ja nur Switch am Tag. Ja. Crap, 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 alles nur Crap. Crap. Und Crap. Ja. Machst du nix. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gleich noch drehen oder ob wir das so reingestellt haben. Einen Armband haben wir einfach so reingestellt, mit Crap-Werte. Und ja. Dann seht ihr hier. Ja. Wir haben unser Pet. Hatte endlich die 30 Tage. Wir haben es gelevelt. Ne? Seht ihr selber. Und Monsterjäger und so reingemacht. Es macht sehr gut was aus. Wir haben jetzt dadurch 2 Mob weniger.
aber halt 15 Marginalkampf und 12 oder 13 dB. Das heißt fast das Doppelte, ich glaube 5 Marginalkampf mehr oder 6, 7 Marginalkampf mehr und 3, 4 dB mehr wie das Melee-Pad. Dafür zwei Monster weniger, aber die Damage merkst du auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war schon mit dem Video. Und heute mal ein kleines Video von Tiger Ghost. Es kommt auf jeden Fall noch eins. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar, Abo auf kostenfreie Basis. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Unten in der Videobeschreibung habt ihr nochmal Twitch-Link. Würde mich freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. Ja, und dann sehen wir uns aber beim nächsten Video. Ich denke, das wird wieder Emerald sein. Haut rein, euer Exo. Ciao, ciao.